Moin, moin, liebe Leute, ich bin's wieder, euer Carlos, Resident Evil 3 Nemesis. Ja, heute zeige ich mich mal mehr oder weniger mit Maske. Wir wissen ja, es herrscht Maskenpflicht in Deutschland. Deswegen gehe ich jetzt mal mit gutem Beispiel voran. Nein, heute mal mit einem anderen Video von mir, also diesmal kein weiterer Teil von meinem Let's Play zu Pokémon Rot. Ich habe beschlossen, mein Let's Play erstmal auf Eis zu legen, zu blockieren, weil es ja sowieso keine Klicks bekommt, keine Aufmerksamkeit bekommt und ja, ich habe dann einfach beschlossen, das dann erstmal sein zu lassen. Und ja, also mein Let's Play habe ich dann erstmal pausiert. Heute mal erstmal zum Thema, warum habe ich eine Maske auf? Weil ich nicht möchte, dass die Leute mich sehen. Also, dass die Leute ja, mich kennen von meinem Gesicht und von meinem Aussehen. Ich möchte einfach anonym bleiben. Ich werde mich irgendwann mal zeigen, aber erst ab 1 Million Abonnenten als Special. Dann würde ich mein Gesicht zeigen, aber vorher nicht. Deswegen mit Maske natürlich noch, aber ich mache sowieso eigentlich selten Videos, wo ich mich hier zeige und das oder generell auch solche Videos. Auf jeden Fall heute mal zu einem Thema, was ist mit YouTube Deutschland los? Beziehungsweise was ist mit YouTube Deutschland passiert? Ich habe heute mir nämlich mal den Kanal angeguckt von diesen Long G. Das ist ein narzisstischer, komischer Vogel, ein Möchtegern-Rapper, der einfach unter jedem Scheiß-Video Kommentare macht, wo er nach Abos bettelt und das alles und alles Mögliche und das. Und das kotzt mich halt einfach an, weil es ist ein Fakt passiert. Dieser Long G, der hat knapp 5000 Abonnenten. Könnt ihr mir das erklären? Ich meine, gut, 99% werden wahrscheinlich eh Hater sein, aber da wird auch ein kleiner Prozentzahl von sein, die eben die ihn mögen, die ihn feiern werden. Hundertprozentige Sicherheit, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Aber dieser Long G, ja, dieser Typ, der ist einfach nur total. Ich mag den Typen überhaupt nicht und viele andere sehen das auch so. Bloß ich verstehe das nicht, warum der überhaupt Klicks bekommt. Warum bekommt er überhaupt Klicks, geschweige denn Aufmerksamkeit, ne? Dass der Hate abbekommt, das ist natürlich vollkommen verständlich. Das ist natürlich vollkommen klar. Ne? Ich mag den Typen auch nicht. Aber wenn man mal so nachdenkt, Leute, ne? Der Typ, der ist überhaupt nicht so dumm. Wisst ihr auch warum? Soll ich euch das mal ganz ehrlich sagen? Dieser Typ hat das verstanden. Der Typ hier. Moment. Ah, das. Der hat's verstanden. Der hat's verstanden. Wisst ihr auch warum? Er spielt eine Rolle. Eine gekonnte Rolle. Er spielt eine Rolle, okay? Das macht ja quasi jeder YouTuber. Er spielt eine Rolle, ne? Er spielt einfach eine Rolle. Und das. Und, ja, der Typ, der ist einfach. Das ist. Ich muss da wirklich jedes Mal, wenn ich den Typen sehe, mit dem Kopf schütteln und das, der ist einfach. Ich mag den Typen einfach nicht. Ich mag ihn wirklich nicht und ich verstehe das einfach nicht. Der Typ, der ist wirklich. Nee. Ich mag den Typen einfach überhaupt nicht. Was ich damit sagen will, Leute, warum hat er überhaupt so viele Abonnenten? Geschweige denn überhaupt irgendwie so Aufmerksamkeit und das. Und vor allen Dingen. Generell so viele Klicks und Abos und das. Weißt du, er könnte, ich weiß nicht, ob er überhaupt monetarisiert wird bei seinem Content. Ich glaube eher nicht, dass YouTube das macht. Aber es geht halt um diesen Fakt, dass er so viele Abonnenten hat. Für was? Für was? Für was? Er hat das nicht verdient. Es gibt so viele, unter anderem ich mache Let's Plays ab und zu mal, also hauptsächlich Let's Plays. Ich mache aber nicht nur Let's Plays, sondern auch ab und zu mal so verschiedene Videos. Ich gebe mir wirklich Mühe. So wie jeder kleine YouTuber auch. Es gibt so viele kleine YouTuber da auf YouTube, die geben sich so viel Mühe. Die haben auch an sich gute Grafiken, Videos, Thumbnails, alles. Und kriegen kaum Klicks, Aufmerksamkeit oder sonst was. Ich meine, klar, Let's Player und das gibt es genug, aber es kommt ja auch auf den YouTuber an sich an. Ob er gemocht wird oder nicht. Es geht mir halt um diesen Fakt, warum zum.
Henker, ne, hat er überhaupt so viele Klicks und Aufmerksamkeit und das? Er könnte praktisch, wenn YouTube ihn monetarisiert, dann könnte er das machen. Er könnte Bewerbung schalten, um damit Geld zu verdienen. Mit seinem Content, obwohl er überwiegend gehatet wird. Könnt ihr mir das mal erklären? Deswegen frage ich euch, YouTube Deutschland, was ist los? Was ist passiert? Früher hat das vor Jahren, also in meiner YouTube-Zeit, wo es noch die Außenseiter gab, YTT, Alberto, also wo die noch aktiven Videos gemacht haben. Das war meine YouTube-Generation, ne? Das war meine YouTube-Generation. Und da war das nicht so. Und diese ganzen anderen Fake-Accounts in den Kommentaren, so wie Schokomilch oder dieser Umweltschützer oder dieser OG Lord Cool und das alles. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, das ist alles ein und derselbe Typ. Der hat mehrere Fake-Accounts und selbst dieser Schokomilch-Account, ne? Der hat 725 Abonnenten, auch knapp 1000 Abonnenten, aber für nix. Der macht kaum Content, hat aber Abonnenten. Er könnte, die könnten dann auch Werbung schalten. Aber es geht mir halt einfach auch um diesen Punkt, selbst wenn die keine Videos schalten würden oder könnten und auch nicht monetarisiert werden, je nachdem, was sie da für Abos haben, das ist ja eigentlich auch vollkommen egal. Aber es geht mir halt um diesen Punkt, warum? Warum? Was ist mit YouTube Deutschland los? Wenn ihr unbedingt jemanden unterstützen wollt, dann erstmal in meiner eigenen Sache. Wie gesagt, ich mache gerade ein Let's Play. Das habe ich, wie gesagt, pausiert, weil es kriegt keine Aufmerksamkeit und Klicks. Aber ich brauche da Feedback, Leute. Deswegen schaut euch bitte meine Videos an, meine Let's Plays. Abonniert mich und liked auch, wenn euch das gefällt. Aber gebt mir wenigstens Feedback. Auch wenn das schlecht ist, dann versuche ich mich zu verbessern. Aber wenn ihr unbedingt auch Leute unterstützen wollt, dann bitte. Nicht solche provozierenden Leute. Weil ganz ehrlich, es gibt so viele bessere YouTuber auf der Seite, so viele bessere, kleinere YouTuber, die sich wirklich nichts mehr wünschen als Abonnenten, Aufrufe und das, und die sogar schon verzweifelt sind, weil der YouTube diese neue Regel da eingeführt hat, dass wir kleinen YouTuber ausgegrenzt werden. Weil wir müssen alle 1000 Abonnenten haben und 4000 Stunden Watchtime, damit wir überhaupt noch in die Partnerschaft kommen. Ja, und Leute, ich verstehe das einfach nicht. Warum hat YouTube das gemacht? Das ist eine Diskriminierung, weil wir kleinen YouTuber, wir haben das gleiche Recht. Wir haben alle das gleiche Recht. Das ist doch egal. Ob wir da jetzt viel Geld einbringen durch Werbung oder sonst was. Aber wir kleinen YouTuber, wir haben auch das Recht. Wir haben genauso viel Rechte wie die großen YouTuber. Aber mittlerweile hat sich das alles so sehr geändert, bloß noch diese großen YouTuber. Die werden nur noch geschaut. Aber diese ganzen anderen und das, so wie die kleinen YouTuber, die sich wirklich ab und zu mal, ne, ich kenne viele kleine YouTuber, die geben sich wirklich Mühe und alles und so und machen wirklich, die geben ihr Bestes, aber wird einfach nichts. Da kommt einfach nichts und keine Aufrufe, nichts. Ich habe langsam das Gefühl, auf YouTube Deutschland wird man nur noch gesehen, wenn man sich zum Volltrottel macht und seine Würde verkaufen tut. So wie halt dieser Long G oder Gurkensohn oder Excel 95 oder so, wenn man sich zum Deppen macht. Ist klar, sowas wollen die Leute sehen. Wie sich da irgendwelche komischen Leute zum absoluten Deppen machen, wie sie nackt über die Straße gehen, etc. pp. Und das darf es nicht sein. Leute, ihr müsst auch alle mal an kleinere YouTuber denken. Einfach auch mal die Kleinen unterstützen. Oder die kleinen YouTuber unterstützen sich untereinander, machen zusammen Projekte, etc. pp. Aber es kann nicht sein, dass man sich da so zum Volltrottel macht, so wie dieser Long G und das, ne? Und die dann da auch noch mit Erfolg haben. Das kann es nicht sein. Also da muss ich dann wirklich so, ganzen Tag, wenn ich das sehe, dann schüttle ich mit dem Kopf. Dann schüttle ich wirklich mit dem Kopf. Ich denke mir wirklich einfach nur, was soll das, ne? Deswegen, Leute, ich habe eine kleine Bitte an euch. Bitte unterstützt kleinere YouTuber, schaut aber vorher nach, ob der Content gut ist, ob die so einigermaßen gute Videos machen, auch bei Let's Player, schaut bitte darauf, natürlich auch, dass die Qualität in Ordnung ist und das alles und dass das einigermaßen gut ist. Nicht, dass der Ton da irgendwie rauscht oder verzerrt ist oder so, natürlich. Weil da schaue ich dann auch nicht lange zu, aber bitte, Leute. Sowas wie mit den Long G und das alles, das bringt's nicht. Solche Leute kann man haten, aber doch nicht abonnieren oder sowas.
Aber gerade selbst auch, selbst wenn man die nur hatet und das. Das ist auch nur, ja, das ist auch nur alles Mist und das. Ich meine das wirklich ernst. Deswegen, falls ihr auch sagen tut, und das ist wirklich nur ein ernst gemeinter Rat, unterstützt mich und auch andere kleine YouTuber und das auch, weil als kleiner YouTuber hat man es mittlerweile wirklich schwer, dass man überhaupt hochkommt und das. Deswegen, das wollte ich jetzt mit diesem Video auch einmal nur mal eben sagen. Vielleicht mache ich auch jetzt mehr Real Talk Videos, wo ich mich halt so zeige und euch vielleicht auch mal ein paar Sachen aus meinem Leben erzähle. Ich weiß es nicht. Ansonsten werde ich meine Let's Plays weitermachen, weil mein Prinzip ist eigentlich auch, selbst wenn man da keine Aufmerksamkeit und Klicks für bekommt, ne, dass man dann trotzdem sagt, okay, ich ziehe das trotzdem durch, weil irgendwann kann das ja kommen. Man darf nicht aufgeben. Aber viele kleine YouTuber geben dann halt auf und ich finde wirklich, kleinere YouTuber müssen wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und ich finde wirklich, YouTube sollte diese Änderung aufheben, dass auch wieder kleinere YouTuber die Möglichkeit haben, eine Partnerschaft eingehen zu können, um wenigstens wieder etwas mehr Motivation zu bekommen. Aber wie gesagt, Leute, sowas wie Longji und das, ich verstehe es wirklich nicht, warum die so viele Abonnenten haben, Klicks und Aufmerksamkeit. Auch wenn das vielleicht überwiegend Hate ist, zu 99,99%, aber es ist egal, ob Hate oder nicht, es ist Aufmerksamkeit und Abonnenten auch. Trotzdem, Leute, ich verstehe es einfach nicht. Okay. Mehr wollte ich auch im Prinzip gar nicht sagen. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, das war es wieder von mir. Euer Carlos Resident 3 Nemesis. Ich wünsche euch einen schönen Tag und denkt an meine Worte bitte, wenn ihr meine Videos wirklich mögt und vor allem meine Let's Plays. Wie gesagt, gebt mir da bitte Feedback. Das ist mir unheimlich wichtig. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bleibt gesund und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Carlos. Ciao, bis dann.